Es ist der 15.06.2023 und ich bin auf dem Weg zum Gericht. Zur Verkündung des Urteils in der Berufung zu meiner Kündigungsschutzklage. Ja, meine Laune ist nicht besonders gut. Ich habe 2 Tage schlecht geschlafen. Und egal, was dabei rauskommt, es ist schlechter als das, was ein Vergleich gewesen wäre. Nämlich ein Vergleich wäre das Beilegen dieses unsinnigen Streits gewesen. In gegenseitigem Einvernehmen. Ja? Mit dem Ablehnen des Vergleichs hat die Senatsverwaltung eigentlich nur kundgetan, dass sie glaubt, im Recht zu sein mit dem, wie sie gehandelt hat. Das sehe ich nicht so. Ich möchte mich aber auch nicht weiter streiten. Deswegen hat es diesen Vergleich gegeben. So. Und jetzt werde ich gezwungen, mich weiter mit denen zu streiten, oder? Oder ist es jetzt zu Ende? Ich weiß das alles nicht. Wir werden sehen, was heute dabei rauskommt. Es wäre ein kleines bisschen Genugtuung, wenn ich dieses Mal hier gewinne, aber auch keine große. Wie ist es ausgegangen im Gericht, im Landesarbeitsgericht Berlin? Was sagt das Urteil? Das Urteil zur Kündigungsschutzklage in der Berufung. Es sagt, dass die Meinungsfreiheit in Deutschland nach wie vor eines der allerhöchsten Güter ist, die überhaupt existieren. Genauso gilt es natürlich für die Kunstfreiheit. Es ist nicht auszuschließen, dass das, was ich gesagt habe, tatsächlich Maßnahmenkritik war. Es ist nicht auszuschließen, dass es tatsächlich eine Meinung war. Ja. Tja, die Vorwürfe der Senatsverwaltung von Berlin sind soeben zerplatzt wie Seifenblasen. Sich von dem Vergleich zu distanzieren, war ein krasser Fehler, der mir, so wie das Urteil jetzt gefallen ist, tatsächlich etwas mehr Geld verschafft und etwas mehr Freiheiten. Welche Freiheiten sind dazugekommen? Nun ja. Ich muss mir jetzt wahrscheinlich über eine Angestellten-Tätigkeit in der Zukunft gar keine großen Gedanken mehr machen, weil die Abfindung, die ich bekommen habe, die ermöglicht es mir, jetzt bis zu meiner Rente selbstständig zu arbeiten und die Projekte anzupacken, die mir Spaß machen. Und das werden natürlich die sein, mit denen ich mich schon 3 Jahre lang beschäftigt habe, nämlich meine Meinung zu sagen, Menschen zu interviewen, zum Beispiel aus dem Widerstand, oder die etwas anderes Interessantes machen. Vielleicht Gesundheit. Ja. Aber was man mir jetzt nicht mehr antun kann, ist, mich wieder zurückzubegeben ins Hamsterrad. Und für andere Leute deren Meinungen zu verbreiten. Zum Beispiel im Berliner Erziehungscamp, was hier noch immer noch Schule genannt wird. Nun gut, es hat sich herausgestellt, dass ich von Anfang an recht hatte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, macht weiter einen guten Job, so wie ihr es eben könnt, in diesem Gefängnis, in das man euch Tag für Tag wieder einlädt, um einen guten Job zu machen. Ihr wisst, wie der zu tun ist. Macht ihn einfach. Und freut euch, wenn ihr keine nervigen Chefs habt, die das verhindern wollen. Ja, streicht das Gender-Sternchen und diesen ganzen anderen Blödsinn aus dem Unterricht. Streicht die Klimaideologie. Erzählt den Kindern und Jugendlichen die Wahrheit über Corona, die ich auch immer erzählt habe. Tragt dazu bei, dass Deutschland
das Land der neuen Aufklärer wird, zu denen ich mich zähle, dass Deutschland ein freies Land bleibt, in dem man sich selbst so einbringen kann, wie es passt, wie es Spaß macht, wie es das Leben erfordert. Nicht diese Maschinerie, die uns da gerade übergestülpt wird, die sich Agenda 2030 nennt, die in verschiedenen Gewändern daherkommt, als Industrialisierung 4.0, als die große Transformation, als The Great Reset. All dieser ganze Unsinn wird nicht funktionieren. Und dann wird man die Leute fragen, die ganze Zeit kritisiert haben, wie funktioniert es denn? Und daran müssen wir tatsächlich arbeiten, dass wir Wege aus der Krise aufzeigen. Das wird noch ein hartes Stück Arbeit. Das kann nämlich zurzeit fast niemand. Also, ich freue mich erstmal, dass es so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Ich hoffe, es bleibt dabei und dann sehen wir mal weiter. Tschüss. Und zu guter Letzt noch eine Presseerklärung meines Anwalts Tobias Gall. Ein Triumph der Meinungs- und Kunstfreiheit. Den Corona-Maßnahmen-Gegnern ist auch eine zugespitzt formulierte Kritik an den Verantwortlichen für die Corona-Maßnahmen gestattet. Es begann schon Ende 2020 mit einer journalistischen Kampagne gegen den Kritiker der Corona-Maßnahmen und Berufsschullehrer in Berlin, Rüdiger Bommann. Der hatte von Anfang an kritische Einschätzungen zu den inzwischen weitgehend als maß- und nutzlos erwiesenen Corona-Maßnahmen, insbesondere auch an den Schulen, geäußert. Über Monate hin versuchte der Arbeitgeber von Rüdiger Bormann, der Senat von Berlin, rechtlich tragfähige Vorwürfe gegen Bormann zusammenzutragen. Ansatzpunkt sollte dabei insbesondere die sogenannte politische Loyalitätspflicht im öffentlichen Dienst sein. Bormann und sein Bevollmächtigter, der Berliner Rechtsanwalt Tobias Gall, sind den Vorwürfen zunächst monatelang außergerichtlich entgegengetreten. Die Senatsverwaltung versuchte dennoch, das Arbeitsverhältnis zu Bormann zu beenden und entschloss sich dann im Sommer 2021 dazu, mehrere außerordentliche und hilfsweise ordentliche Kündigungen des Arbeitsverhältnisses zu erklären. Das gegen diese Kündigungen geführte Kündigungsschutzverfahren endete beim Arbeitsgericht Berlin im September 2022 zunächst mit einem klageabweisenden Urteil. Der zuständige Richter am Arbeitsgericht, Dr. Schmidt, unterstellte Bormann dabei in einer rechtlich untragbaren Weise, er habe die Grenzen der Meinungsfreiheit durch angebliche Vergleiche mit den Verbrechen des Nationalsozialismus überschritten. Dabei ging der Richter Dr. Schmidt bei der Auslegung der Corona-kritischen Äußerungen von Bormann sogar noch weit über die haltlosen Vorwürfe der Senatsverwaltung hinaus. In dem Berufungsverfahren vor dem Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg hat Rüdiger Bormann jetzt vollumfänglich obsiegt. Das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg hat sämtliche Kündigungen des Arbeitsverhältnisses für unwirksam erachtet und das erstinstanzliche Urteil aufgehoben. In einer medial vielbeachteten Berufungsverhandlung haben sich die Prozessparteien zunächst auf eine einvernehmliche Beendigung des Arbeitsverhältnisses gegen Zahlung einer Abfindung von 50.000 Euro geeinigt. Der Senat hatte sich einen Widerruf dieses Vergleiches vorbehalten und Anfang dieser Woche diesen Widerruf auch erklärt. Heute hat deshalb das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg sein Urteil verkündet. Für die Prüfung, ob auch scharf formulierte kritische Äußerungen noch von der Meinungsfreiheit getragen sind, so das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg, müsse der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts gemäß im Zweifel die Interpretation der Meinungsäußerung zugrunde gelegt werden, die mit anderen Rechtsgütern nicht in Konflikt steht. Auch zugespitzt formulierte Kritik von Corona-Maßnahmen erfährt dabei den vollen Schutz der grundrechtlichen Meinungsfreiheit. Da Bormann auch mithilfe einer Filmcollage eine Kritik an Markus Söder, Impfen ist der Weg zur Freiheit, veröffentlicht hatte, stellte die Kündigung auch eine eindeutige Verletzung der Kunstfreiheit dar.
Nachdem die Senatsverwaltung unverständlicherweise den Vergleich mit Zahlung einer Abfindung von 50.000 Euro widerrufen hatte, gab das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg nicht nur der Berufung des Klägers vollumfänglich statt, sondern löste das Arbeitsverhältnis durch Urteil auf und sprach dem Kläger eine deutlich höhere Abfindung über 72.000 Euro zu. Zudem muss das Land Berlin nun auch die gesamten Prozesskosten tragen. Ein Eigentor zulasten des Steuerzahlers insofern, als die für den Kläger günstige Entscheidung bereits in der Berufungsverhandlung erkennbar geworden war. Der Berliner Senat bzw. die Schulverwaltung werden den noch zu erstellenden Urteilsgründen der Berufungsentscheidung viel dazu entnehmen können, wie weit der grundrechtliche Schutz auch der Angestellten der Berliner Senatsverwaltung doch geht. Die eher befremdlich zu nennenden Vorstellungen der Senatsverwaltung über die Reichweite einer vermeintlichen politischen Loyalitätspflicht haben sich als völlige rechtliche Fehleinschätzung erwiesen. Angestellte des öffentlichen Dienstes und Beamte sind im demokratischen Rechtsstaat in erster Linie auch Bürger, die das politische Fehlverhalten ihres Arbeitgebers auch mit deutlichen Worten scharf kritisieren dürfen. Die rechtliche Gegenwehr Rüdiger Bormanns gegen die kündigungsrechtliche Sanktionierung seiner Rechtsausübung hat sich am 15.06.2023 mit diesem prozessualen Triumph durchsetzen können.